Ohio und damit herzlich willkommen zurück zu einem kurzen News-Break-Video um die Uhrzeit. Ja, ist mir egal. Ich wusste, dass die Korokoro einen Trailer parat haben möchte auf ihrem YouTube-Kanal. Allerdings kam der, soweit ich weiß, nicht direkt am Release-Tag und alle dachten so, ja, der kommt doch nicht. Und so wie es jetzt sich herausgestellt hat, kam der wohl doch. Und der hat eine Szene eigentlich mehr, nur eine, um genau zu sein. Der Rest ist identisch zu dem, was wir in unseren Trailern so gesehen haben. Denn in dieser Szene geht der Protagonist aus einem Haus und unteren Teil des oberen kleinen Dorf könnte man jetzt sagen, wo der Professor auch sein Labor haben wird und wo so ein kleines Plateau ist, wo man dann auch die Starter-Pokémon bekommt, geht er raus. Es ist wahrscheinlich nicht das Haus des Protagonisten, zumindest gehe ich nicht davon aus, auch wenn es sich anbieten würde, weil es zwei Häuser sind, aber dazu später mehr in einem Analysevideo, was in Arbeit ist derzeit. Was wir hier sehen, ist ein neues Pokémon, das ist links unter dem Trainer. Um was für ein Pokémon es sich genau dabei handelt, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen und da will ich auch gar nicht zu viel wegspekulieren. Es sieht halt eher aus wie so ein Anfangs-Pokémon. Es hat Ähnlichkeit mit dem Hund, wobei ich erst gedacht habe, aber dann habe ich es mir aufgefallen. Okay, das ist nicht so, das sind die Schuhe des Trainers da, beziehungsweise des kleinen Jungen. Dachte erst, das wären Hörner, aber nein, sind es nicht. Aber ja, so viel dazu auf jeden Fall. Es gibt ein neues Pokémon, das hat Ähnlichkeit mit einem Hund. Es wird wahrscheinlich auf den ersten Routen fangbar sein. Und ja, viel mehr wissen wir jetzt aber auch nicht. Außer, dass wir halt eine weitere Gameplay-Szene haben. Aber das war's dann auch. Trailer-Analyse-Video. Also nicht zu diesem hier, weil das gab's jetzt quasi hier schon. Kommt noch die Tage. Ich bin derzeit da, hab das meiste fertig geschnitten. Muss nur noch ein bisschen was dazu schneiden. Und ja, dann kommt das auch. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt hier nochmal den Trailer abspielen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dieses Ananas, haut rein, bis dann und ciao!